Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus, und wir sind hier zurück bei The Forest mit meiner Freundin Pinky, Mrs. Pikus und meinem Kumpel Jonas. Hallo. Ihr kennt ihn doch von Prison Hallo. Architect, jeder kennt ihn. Genau, jeder schaut und, das so von gerne. Den anderen Forest-Freunden. Und hast du gerade meinen Arsch über dir? Ja, richtig sexy Arsch. What the fuck, da hängt einfach jemand. Ach, guck mal, beim Cliffhanger hat er dann mit seinem Let's Play aufgehört. Das kommt dann da raus. Boah, es ist gerade laut. Wir haben diese Folge aufgenommen. Ist gerade voll laut. Diese Folge aufgenommen. Ja, natürlich ist sie laut. Ist gerade voll laut. 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 Das heißt, oh mein Gott, lauter schon reden, dann. Wenn man laut, euch hören ja, soll. So laut, laut, laut. Laut, laut, laut. Laut, laut, laut. Ich hab Angst vor Leuten, die laut sind. Laut, laut, laut. Meine Kleider, laut, laut, laut. Ich glaube, es bringt ja nichts mehr lang zu laufen, weil das nur Wasser ist. Warum liebe ich alles, was so laut ist, weil mein Schatz. Hä, ist das hier jetzt irgendwie so ein Easter Egg oder sowas? Ich glaube, das sind einfach Chips-Tüten, oder? Aber ich glaube nicht, dass. Also man kann ja nicht aufsammeln oder so. Nee, können wir nicht. Ja, aber es bringt nichts, hier irgendwie rumzulaufen, Leute. Ich kann aber nicht mehr tragen, Leiterplatten. Doch, weil man dann auch die Höhle erforscht hat. Oder, ach nee, die muss man eh nochmal rumgehen, wenn man Dingens hat, ne? Die Karte. Genau, aber hier geht's noch weiter. Also aber da kann man speichern. Hier kann man speichern, hier gibt's Zeug, hier geht's auch nochmal ein Seil hoch. Oh, geil, noch mehr Dynamit. Ach nee, das sind Leuchten. Oh, Schokoriegel. Schoki. Alter, da waren an einer Stelle gerade irgendwie 10 Schokoriegel oder so. Und hier gibt's was zum Anschauen. Oh, zum Auge machen. Ganz viele Schokoriegel. Hier, ich spiele damit. Hä, hey, warum kann ich das Ding nicht anschauen? Erstmal eben welche. Ah, jetzt konnte ich es auch anschauen. Warum kann ich hier nichts aufsammeln, was ihr aufsammeln könnt? Also kaputte Getränkedosen, aber keine vollen. Haben die irgendwie keinen Respekt für die Leute, die nach ihnen hier hinkommen und. Wer hatte denn bitte jetzt gerade Schokoriegel? Ich hier. Ich hab, jawohl. Hier an der Seite, hier waren ganz viele Schokoriegel, hier wo ich jetzt stehe. Da sind ganz viele Schokoriegel bei mir. Das sind halt echt keine Schokoriegel. Hier ist ein Schokoriegel, wow. Warte, könnt ihr die sehen, wenn ich die aufhebe hier? Ja. Achso, die kann man. Achso, ich kann die eh nicht mehr tragen. Also einer müsste noch sein. Wo denn? Nee, bei mir liegen hier noch zwei. Da liegt keiner. Ich glaube, das ist für jeden anders. Und ja, das kann sein. Also ich habe aber dafür voll viele Leuchtdinger. Achso, ja, aber braucht noch irgendwer Schokoriegel zufällig? Ne, ich bin voll. Ja. Jetzt sag mal, wie viele brauchst du denn? Oder was? Ja, was ich habe halt einen. Ja, okay, warte, dann gebe ich dir einfach welche Schokoriegel auf dem Silbertablett servieren. Ja, momentan. Momentan. Da wollte ich sagen, hier, Moment, da ist schon mal einer. Voll gut, wenn man so versucht zu. Alter, was du für Augen hast. Hey, das ist voll die Chinesenaugen. Ich versuche mich gerade an diese Höhle hier zu erinnern, aus gewissen anderen Letzten. So, jetzt kann ich die zwei nicht gesehen habe. Und ich weiß gerade gar nicht, also ich kann mich an die Höhle unten erinnern mit den Rettungsringen. Aber irgendwie gab's. Was ist nicht so eine Höhle, wo ich weiß nicht, was Jonas gerade die ganze Zeit redet. Ja, hey, was denn? Darüber erzählen. Ja, aber ich habe gerade nichts gehört. Nochmal bitte. Ja, dann hör halt zu, ey. Ja, ich hör zu, los. Warum ja, also, ich weiß gerade gar nicht, welche Höhle das hier ist. Ich kann mich an diesen Raum gar nicht erinnern. Und ich frage mich, ob wir hier auf dieser Höhlentour noch irgendeine krasse Ausrüstung wie die Kettensäge oder das Tauchgerät finden würden, weil das wäre echt hilfreich für uns. Ich habe aber mal eine andere Frage. Ja. Oh, guck mal, da unten ist eine Leiche, die an einem Seil festgemacht ist. Das heißt, da ist bestimmt so eine Höhle, wo man reintauchen kann. Das ist ja schön, dann kannst du jetzt mit hochkommen, oder? Aber mal eine andere Sache. Was? Hier ist ein Bauarbeiterhelm, ja? Jo. Kann mir irgendwer auf sinnvolle Art und Weise erklären, warum man diesen Bauarbeiterhelm nicht mitnehmen kann, wenn man in so einer Situation hier steckt, die ganze Zeit von irgendwelchen Eingeborenen angegriffen wird? Jo, aber ein Helm ist ja was Falsches, dann. Warte mal. Vor allem, wenn der noch eine Lampe oben dran hat, ist ja richtig was Schlimmes. Ein Bauarbeiterhelm mit einer Lampe wäre in einer dunklen Höhle ja echt gravierend. Ja, kommst du jetzt auch hier hoch? Ja, bin dabei. Geil. Ganz schön hoch. Aber nee, da unten ist wirklich so ein Seil, wo eine Leiche dranhängt. Das ist, glaube ich, die. Also, weshalb ich gesagt habe, ich glaube, da ist eine Höhle drunter, weil es das gleiche Prinzip, glaube ich, ist wie bei diesen Höhlen, die unter Wasser sind. Bei den, also draußen im Meer. Wo denn dieser Stock oben dran ich ist. Ich höre jetzt schon eingeboren. Wie lang soll eigentlich noch dieses scheiß Seil sein? Ganz ehrlich, stellt euch vor, ihr könntet in echt einfach so ein Seil hochklettern. Ja, also, vor allem, dass wir da halt hardcore anfangen zu schwimmen erstmal dabei. Ja, und sich wahrscheinlich halt so kletterst du die ersten 50 Meter und das hat sich halt in diesen 50 Metern 40 Meter gedehnt oder sowas.
Das heißt, du bist nur 10 Meter hochgekommen. Ja, okay, das ist ja nicht so ein Gummiband, aber trotzdem. Ich glaube, da ist das Ende, ja, oder? Aber das dehnt sich mit Sicherheit trotzdem hier steht. Ist das Ende, ja, aber... Wow, ah, okay, das Ende. Wisst ihr, was hier ist, wenn man oben ist? Ja, ein Seil. Oben noch weiter hochgeklettert. Aber ich glaube, hier ist dann auch der Ausgang von der Höhle. Alter, stell dir mal vor, du wärst in Wirklichkeit hier an diesem Kniff hier dran. Und dann fällst du da aus Versehen runter, weil du stolperst, ja. Ja, halt nicht nur in Wirklichkeit, sondern auch im Spiel einfach wäre das. Ja, einfach, aber ich meine an sich schon einfach dieses Gefühl, da an dieser Klippe dran zu stehen, das muss doch richtig hart sein. Und dann so, ja, ich kletter jetzt hier an dieser Holzplattform runter, bis ich das Seil überhaupt cool, normal Seil draußen greifen kann. Ja, und ich weiß sogar, wo wir sind. Muss ich da auch eine Fahne jetzt hinhängen? Ja, mach hier mal so eine Fahne hin, ja, mach mal. Und mach die und auch mach wieder gelb. Mach mal eine andere Farbe, einfach damit wir verwirrt die gleiche. Ey, hier ist ein Baby, ach du Scheiße, Achtung, Achtung, Baby. Ach du Scheiße. Ich kann gar nicht, ich muss gerade hier die Flagge machen. Ich muss Babys anschauen. Oh, ich hab einen Stuhl zu hauen. Bist du dir sicher, dass du das so eingestellt hast, dass man Bauwerke nicht kaputt machen kann? Leute, ja, wir haben ein Problem. Okay, cool. Wir brauchen noch ein Tuch. Gameplay, Zerstörung von Gebäuden erlauben aus. Wir brauchen alle noch ein Tuch. Aber wir sind jetzt wieder draußen und können Totems sammeln, um... Stimmt. Ich habe, glaube ich, auch kein Tuch mehr, oder? Ja, aber ich brauche eins für die Flagge. Ja, warte, ich guck gerade, ob hier irgendwo was Moment. Vielleicht in den Zelten hängt. Hier. Weil nee, ich glaube nicht. Aber hier ist ein Totem. Echt? Ja, dann mach den mal kaputt. Ich habe kaputt gemacht und habe da auch eine Schnur rausbekommen. Hier. Ja, geil, eine Schnur, aber auch ein Tuch. Ja, meine ich ja. Achtung, hier ist ein Typ. Ach, das ist dein Ding jetzt hier. Ja, wollte ich gerade kaputt schlagen, weil ich dachte, das wäre falsch. Oh, also richtig. Alter, das finde ich jetzt richtig ungehorsam. Der hat mich angehaucht, ja? Als ob ich seine komische Fresse riechen würde, ja? Und ja, da gibt's jetzt erstmal richtig Fettgas auf die Fresse. Ja, ohne Witz, wenn du den nicht halten kannst, dann... Ich wollte gerade mit angreifen. Ich finde es schön, dass da unten ein Topf liegt, den man nicht mitnehmen kann, weil das ja eine Kasserolle ist. Stimmt, ich habe noch gar keinen Topf. Wo ist der? Für alle, die nicht wissen, was eine Kasserolle ist, ist ein Topf mit einem Griff drin. Geil. Also ein Längen. Ja, aber wo ist dann ein Topf? Nein, wie bei einer Bratpfanne halt. Griff. Ja, cool, den kann man ja gar nicht nehmen. Richtig. Ja, ich brauche einen Topf. Kann wer eben einen Feuer platzieren? Ja, der ist, so ein sporadisches. Was kann der jemand platzieren? Das auch machen? Nee, ich kann das ja, nicht machen. Ja, warte, ich mache ein Feuer. Einen Moment, ich bin schon dabei. So. Schick, Mensch, jetzt. Dann zünd mal an hier den Kollegen. Mach ich, ja. Guck mal da. Und jetzt kriegen wir noch mehr Knochen, die keiner mehr mitnehmen kann. Doch, ich kann sie mitnehmen, aber es bringt mir nicht viel, weil ich keine Tücher habe, um. Noch einer, ich höre den, wo ist der da? Dinge zu machen. Guck mal. Oh, oh. Woher kommt der? I'm in my Mums car. Hinter dir, Jonas. Ja, wo ist der jetzt? What the fuck? Ah, da. So, nee, was? Ich war kurz abgelenkt, einen Moment, sorry. Mann, der bleibt doch mal stehen hier. Ich will nicht mit Speakers abschießen. Naja, eigentlich ja schon, ne? Ich muss mal kurz hier was trinken. Oh, Headshot. Oh, da kommen noch mehr. Wir haben Probleme, sind voll viele. Hallo, Frau Brust. Oh mein Gott, hier sind sau viele, wir sollten weg. Also Frau Brust hat sich das anders überlegt mit dem Leben. Wir sollten weg. Plötzlich kommt ein Laptop angeflogen, alles klar. Ey. Die greifen mich ja einfach an. Ja, wir haben ein Problem, wir sind sau viele. Könnte eventuell daran liegen, dass wir bei denen im Dorf sind. Das ist doch nur so eine Vermutung. Ne? Ja, vielleicht sollten wir. Deswegen sollten wir ja mal wegrennen. Und dort dann. Wir sind viel zu viele. In Sicherheit bringen. Und vielleicht dann organisieren. Ja, ich gehe jetzt auch nach Hause. Tschüss. Ja, tschüss, Pikus, mit diesen 5 Personen hier, die alle versuchen, dich zu töten. Ah, sie versuchen sich auch gegenseitig zu töten. Das ist auch nicht schlecht. Oh, einer. Also, an sich sind die eigentlich gar nicht so schwer. Nur wenn sie einen töten, dann. Diese Zusammenfassung finde ich gut. Oh, den habe ich gleich aufs Lagerfeuer geworfen. Geil. Also wir machen mal einen Brutzelpaar. Ja, es bringt uns halt gar nichts, weil wir die nicht mitnehmen können. Doch, ich kann sie mitnehmen. So, jetzt kann ich sie auch nicht mitnehmen. Okay, tschüss, ihr allen Brutzelnden. Es sei denn, jemand findet irgendwo richtig viele Tücher, aber das bezweifle ich irgendwie. Hier hinten steht noch irgendwie ein Zelt oder sowas. Vielleicht ist da ja auch was. Ah, guck mal, hier ist der nächste Höhleneingang. Du kannst ja schon mal eine Fahne hier hin machen.
Nee, kannst du nicht, weil wir keinen Stoff haben. Ja. Oder ich mach das selber, weil man sieht dann ja auch das Baustellensymbol. Das ist ja fast das gleiche. Müssen wir irgendwann später mal hierher kommen und die Fahne fertig machen. Ich muss mal kurz was bauen. Ja, bau mal ein. Hallo, wo ist denn jetzt diese scheiß Fahne hier? Hat irgendwer noch Stöcker? Schnell. Ja, ich hab einen. Komm mal schnell und mach mal die Baustelle zu Ende. Ja, das wird nicht reichen, ich hab einen, aber... Oh, ich muss mal ein Licht anmachen. Ja. Ich bin nicht in eurer Nähe, also. Ich sammle gerade mal noch Stöcker, sofern ich irgendwo was sehe. Weil meine Hoffnung ist, noch schnell den Knochenkorb zu machen, bevor die ganzen Dinger die spawnen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Hey, weil ich halt irgendwann später aufsammeln. Hier halt der einzige Ort der Insel ist, wo nicht 500 von diesen Sträuchern rumstehen. Das ist halt echt so. Das ist wenigstens nicht so. Ja, ich habe jetzt nochmal zwei. Was ist das? Willst du mir das mal sagen? Das blinkende Ding da. Was? Das blinkende Ding da. Das blinkende Ding. Lagerfeuer oder so. Das ist aber nicht unser Haus. Das ist auch ein Lagerfeuer. Ein Haus ist selten ein Lagerfeuer. Ah, das ist unser Lagerfeuer, was wir da hingebaut haben. Hä, hey, so seid ihr gelaufen? Ja gut, dann komme ich auch mal hier mit, oder? Ja, ich laufe halt dahin gerade. Sammelst du gerade noch Sachen da zusammen? Also ich versuche gerade Stöcke zu sammeln, aber dadurch, dass die Knochen jetzt alle weg sind, ist das ein bisschen witzlos. Ja, warte, ich kann zumindest. Und ich sag mal so richtig. Okay, ja. Warte, ja, weil ich jetzt, ja, hier liegen aber immer noch drei Eingeborene und ein paar Knochen. Das ist sehr traurig, das also okay. zu schmeißen. Okay, dann warte, ich habe hier jetzt noch ein paar, also ich bin jetzt da, wo relativ viele Stöcke sind. Oh, ich habe noch einen Eingeborenen. Der lebt zwar noch, aber bald nicht mehr. Okay, ich komme zu dem Ding und baue den Knochenkopf fertig. Oh, zwei Eingeborene. Das Ding ist, dass ich eigentlich auch was essen müsste und auch was... Hä, was hat denn der eine auf dem Kopf? Also eine Taschenlampe, okay. Eine LSD-Taschenlampe. Deswegen bin ich zum Glück zu Hause und kann jetzt was essen. Ja, geil, ich bin hier und kann auch was essen. Wait, ich bring kurz noch einen Eingeborenen um. Geil, und ich bin hier und kann auch was essen. Hey, was ist denn mit dem Laptop los? Der fliegt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist doch nicht normal. Nice. Ein Schuss und Totware. Richtig schön Hatcher. Und die jumpt da gleich ins Meer oder der, wie auch immer. Eine schöne Sache. Hast du gerade ihr Gender assumed? Ja, warte. Ich bring noch einen mit. Genau, ich. So richtig grillfest. Oh, guck mal, einfach. Da sind noch mal welche. Wo? Hey, bleib doch hier! Das Ding ist halt, es bringt halt alles nichts ohne Tücher. Wobei, ich hab Stoff. Ich hab vier Stoff. Und ich habe gerade alle meine Knochen in die Kiste gelegt, was besonders schlau ist, wenn man gerade versucht, sich das zu craften. Ja, was? Hilfe? Bitte? Ich versuche gerade Knochen zu retten vor dem... Ja, ich bin gleich tot. Ja, das ist nicht schön. Bitte nicht gleich tot sein. Es sind aber auch Weiße. Was machst du mit den Weißen? Wir wissen doch, die Schwarzen sind einfach zu schlagen. So, ein Weißer. Anstatt einfach mal heimzukommen? Nein. Ich konnte nichts dafür. Ich war gerade im... Ja, du bist dabei, die ganze Zeit irgendwie anzugreifen. Nee, ich war gerade im Inventar und plötzlich werde ich angegriffen dabei. Ja, das Problem ist halt, dass wir Knochen brauchen. Ganz viele. Und ja, das ist für meine Wahl. Der hat mir zwei Knochenrüstungen und ein Dings weggehauen. Ja, dann zwei Knochenrüstungen und eine Mutantenrüstung. Oh, hier sind gerade scheiße, noch mal vier. Ne? Sollen wir, also ich habe die ganzen Knochen jetzt im Ding. Jetzt könnten wir theoretisch abhauen und später wiederkommen. Bevor es zu spät ist und die hier alle und so, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich gehe jetzt. Tschüss. Der Heimweg ist versperrt durch vier weitere. Alle haben Spaß. und ich bin blutüberströmt. Aber, ach, hä, ich habe rote Farbe an. Aber trotzdem interessiert's die nicht. Hast du die noch an? Ich habe die an.
Ah lol, die knien nieder. Und ich mache mir hier die ganze Zeit ins Hemd, weil hier 50 Eingeborene sind. Ja, aber das ist ja gut, dass die vor dir niederknien, von mir nämlich nicht. Ja, vor mir knien die aber auch nieder. Warte, ich versuche gerade zu hören. Liegt es irgendwie daran, dass ich die Musik aus habe oder so? Auf jeden Fall höre ich nicht. Eigentlich so die doch so ein Lied, oder? War so eine Frage. Ja, aber wenn ich jetzt nicht dazu stelle, dass sie jetzt gleich rumsummen. Greifen die mich dann an, oder? Wie bitte? Wenn du dich dazu stellst, ich glaube schon, weil die dich nicht als Gott erkennen. Ich glaube nicht. Also ich sage, Jonas, kannst du einfach mal stehen bleiben, bitte? Achso, ja, sorry. Hallo, fick dich. Das Ding ist, wenn ich die jetzt angreife, dann greifen die mich auch an, oder? Ja, warte, ich greife. Der hat ich aber noch einen Pfeil. Wollen wir jetzt nicht einfach gehen? Ja, okay, wir gehen. Hey, alles klar, läuft bei dir. Ja, und tschüss. Ich gehe. Wie er sich aufregt. Ich ja, die Witch hat meine Mutantenrüstung kaputt gemacht. Ich habe keine Pfeile mehr, weil die haben schon alles weggehauen. Hä, hey, warum hat er mich plötzlich angegriffen? Erstmal niederknien und dann voll in die Fresse hauen, ey, das ist doch nicht normal. Ich knie nieder vor dir. Ja, das kann sein, weil ich ja, weil ich mich weil zu dir gestellt habe. Ja, warum stellst du dich, ja. Ja, warum machst du sowas auch? Ich habe halt schon wieder Durst und Hunger, aber deswegen komme ich jetzt auch nach Hause. Ich meine, wir haben da einen halben Knochenkopf voll, das reicht fürs Erste. Oh gut, ich hatte die Rüstung anscheinend doch noch nicht angelegt, ich dachte. Jetzt habe ich wenigstens drei Knochenrüstungen an. Ja, läuft. Aber ich habe halt keine Pfeile mehr, das ist die Kacke. Auch nicht die Sportpfeile aus dem Ding? Nein, ich habe gar keine Pfeile. Ich weiß nicht, wo überhaupt die Sportpfeile bei mir gelandet sind, wo der die wahrscheinlich in dem einen Monster in der Höhle drin. Ich weiß es nicht, aber ich habe zumindest die aus den Viechern immer wieder rausgezogen, aber es hat anscheinend nicht gereicht. Hm, okay. Na, wir wissen ja, bei diesem einen Zeltplatz bei uns unterm Haus. Ja, genau, da bei der anderen Höhle, also bei dem anderen Höhleneingang. Genau, da gibt es ja auch. Da gibt es dann noch ein paar Knochen für uns. Ja, Knochen, nee, aber es gibt ja auch so einen Zeltplatz, wo es Pfeile gibt, die Sportpfeile. Ach so. Ah, okay, das weiß ich jetzt nicht. Aber. Ja, doch, der ist sogar relativ bei uns in der Nähe. Und wir kommen wieder heim. Ist schon Essen auf dem Tisch? ich hab ganz viel Hunger. Das ist schon mal geil, gut, aber ich hab grad nicht mehr Hunger. Ich hab grad kein. Also bei mir ist die ganze Fläche leer vom Dings. Geil, hier wir machen hier gerade ein paar Koffer kaputt. Ja, und hier gibt's Stoff endlich. Guck mal, oh, ich mach Bälle. Weil die gleichzeitig die in Gedanken hatten. Oh, Klebeband, das ist so mal. Okay, ich glaube, Stoff ist jetzt nicht mehr das Problem. Doch, immer noch. Ich habe gar keinen Stoff, also können wir gerne was abgeben. Ich habe selber nicht so viel. Aber ich weiß nicht, was Jonas jetzt meinte damit. Ja, ich habe immerhin 13, das reicht für ein paar Knochenrüstungen. Wenn ich nicht die Knochen da hinten gelassen hätte, weil ich dumm bin. Wie viel Knochenrüstung? Ach, du hast gar keine, ne? Aber du hast wenigstens noch zwei Mutantenrüstungen. Wir haben beide keine Mutantenrüstung mehr an. Oder ich zumindest. Ja, ich habe gar keine Rüstung mehr gerade. Ja. Ja, die Knochenrüstung ist da hinten, wo nur 20 Leute sind auch. Ja, das geht also aus. Ja. Wie viele? Ich habe noch drei Knochen, also es reicht nicht mal für eine Knochenrüstung. Ich habe null Knochen, Federn. Aber da hinten sind halt irgendwie 1000. Ja, ich habe gerade nochmal 20 eingesammelt. Ja, ich habe die gerade erst eingesammelt, das geht gar nicht. Da ist nicht mal ein Vogel gesessen. Ihh, ist das ein Lichen Face? Face. Das ist immer schön. Schau mal dein Face an. Hallo? Okay, das sieht schon echt cool aus. Okay, ich habe immer noch keinen Topf, heißt ich muss jetzt mal einen Topf holen. Ja, mal eben. Obwohl, wozu sollte ich jetzt einen Topf? Ja, du kannst ja aus den Schildkröten-Dingern nehmen. Ja, eben. Ja, das schon, aber ich will trotzdem einen Topf, damit ich mir was in den Dings auffüllen kann. Muss mir eben was in den Wasserschlauch reinfüllen. Also niemals irgendwie so einfach draus füllen, ne? Immer in den Wasserschlauch füllen. Ihr kennt das ja. Ja. So, was machen wir denn jetzt alles Schönes? Hier, wir sind gerade von der Höhentour zu hochtragen. Das wär's doch jetzt, Baumstämme hochtragen.
Was macht denn hier mein Fleisch? Ah, ich habe kein Fleisch mehr dabei. Okay. Sonst hätte ich jetzt noch was. Nur mal so, hier sind auch noch solche Trinkdinger, ne? Das könnt ihr auch noch auffüllen und so. Ja, ohne Fleisch kein Fleisch, ne? Weißt du. Hey, wo sind da Trinkdinger? Ja, an unserer alten Base quasi. 2 Meter weiter. Will eigentlich jemand mitkommen zum Wassertopf? Ja, ich weiß nicht. Also nur so vielleicht gibt es ein bisschen Rüstung auf dem Weg. Ich habe jetzt wieder Pfeile. Dann komme ich doch Blattmann mit. Oh, hier liegt ein Tennisball, wie der nur hier hingekommen ist. Ja, ich brauche halt Stoff, deswegen ich hoffe, dass der Stoff auch aber nicht. Rennen nicht die ganze Zeit, weil ich habe nicht mehr so viel Ausdauer. Ich habe nicht mehr so viel Dauer aus. Aber ich komme nicht hinterher. Und den sollten wir gleich mal hier draußen speichern, weil wir haben jetzt den letzten Speicherstand in der Höhle. Doch, nein, ich habe schon gespeichert. Ja, aber ich habe noch nicht gespeichert, deswegen mache ich das gleich mal hier an dem Zelt, vorsichtshalber. Weil wir haben jetzt einen ganzen Korb voller Knochen. Wäre schade drum. Ne? Stimmt, das musst ja du speichern, weil es nicht im Inventar ist. Richtig. Ja, alles klar, Mann, Leute hier, ihr Hässlichen. So wird gespeichert. Ich mach mal eine ganz kleine Sache eben, auch wenn wir hier nicht so. Ja, wir kommen hier zwar nicht so oft vorbei, ich will aber mal kurz noch was machen davor. Wo waren das? Nur mal kurz schauen, da. Ich mach mal hier so ein Baumharz-Ding ran. Ach so. Ah, Baumharz ist doch extrem unnötig, wenn man nicht gerade seine Waffen aufleveln will, oder? Weiß ich nicht, aber ich kann hier halt gerade einen Knochen, noch einen Topf holen, deswegen mache ich das einfach mal. Na gut. Hey, oh, war doch der Teich, warum ist der Teich nicht mehr da? Der ist doch da, oder? Vielleicht ist er verdunstet. Doch, hier, du bist zu weit oben. Ja, der wo war bist weiter du rechts. Denn? Hier. Ich bin gerade erst hier zu dir ins Land gekommen. Nee, ich sehe deinen Namen nicht mal. Ja, direkt hinter dir. Da. Ja, weil das jetzt. Weil der Bildschirm so hell gestellt ist, kannst du meinen hellen Namen nehmen. Hier ist der Teich jedenfalls. Guten Abend, Madame. Ich nehme auch mal gleich hier noch mit. Hey, so, die Frau ist voll ungehalten dafür, dass ich gerade in ihr Dorf kam und sie abgestochen habe. Hey, was fällt denn der ein? Was ist denn so? Nehme ich mal gleich mit für einen Notfall, dass wir da was dabei haben. Eben, deswegen habe ich es ja gemacht. Ja, ich habe aber hier gibt es keinen Stoff, warum gibt es hier keinen Stoff? Ja, wir gehen hier jetzt mal in der Mitte lang. Vielleicht finden wir auf dem Weg ein paar Totems. Ich will nämlich noch meine Knochen alle benutzen. Ja, das kann ich gut verstehen, weil das benutzt man gerne. Also die Rüstung sieht ja auch cool aus. Wenn man nicht einfach nur so ein wabbelnder Also ich finde das schade. Ich finde es ja schade, dass die Mutantenrüstung so viel schlechter ausschaut als die Knochenrüstung, weil die Mutantenrüstung ja deutlich mehr wert ist eigentlich. Aber es ist halt eben so. Wo bist du da jetzt eigentlich hingegangen? Ich bin beim Knochenkorb. Ah, okay. Kannst du jetzt mal warten eigentlich? Ja, ich bin da, ja, alles gut. Ich gucke mich hier um. Hier ist es kein Stoff. Ah, da! Hier. Ja. Ja. Hä? Oh ne, da ist nur Alkohol rausgekommen. Ja, was war denn da überhaupt? Ein Totem. Da war sowas von kein Totem bei mir. Doch, ja, das ist bei jedem anders. Echt, die Totems okay. Auch? Wo bist du denn jetzt? Ich auch, ja. Bin gerade schon wieder in Richtung Base von uns gelaufen. Was soll ich machen für eine Farbe für eine Höhle, die wir noch nicht entdeckt haben? Rot. Und gelb ist die wir schon entdeckt haben. Okay. Okay, jetzt mache ich hier noch eine dritte Farbe für welche, die unsere wir Base ist haben, rosa. Wo man nichts mehr weitermachen kann. Ja, hallo? Lass mal unsere Base in Ruhe, nur weil die rosa ist. Hast du jetzt irgendwie was dagegen? Die ist nicht rot, die ist rosa. Ja, und? So, das ist nee, gut. Rot sind ja auch die Höhlen, die wir noch nicht erforscht haben. Wo wir nur die Eingänge gefunden haben. Wir sind Synchronsprecher, ohne eine Aufnahme zu sehen, weil wir beide einfach gleich synchron sprechen. Okay, das Witzige ist, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, keine Ahnung, ob die Grafik echt ist, aber wir haben noch sehr viele Knochen. Ich habe trotzdem noch keinen Stoff gefunden. Ja. Ich guck gerade mal eben. Hast du noch Stoff? Ich habe noch. Mann, ich hasse das Crafting-Menü, Alter. Gestern hatte ich eine Software. Kannst du mir mal was abgeben? Ja, Moment. Ich will jetzt erstmal kurz was schauen.
Gestern habe ich halt ernsthaft ein Programm bedient, das immer zugegangen ist, wenn man Rechtsklick geklickt hat. Das ist ja nicht so selten, dass man einen Rechtsklick klickt, ohne direkt drüber nachzudenken. Das heißt, das hat jedes Mal vorher abgefuckt. So, ich habe jetzt nur noch einen Stoff. Ich habe mir mal eben einen Beutel gemacht. Einen Stockbeutel. Geil. Ich habe noch 9 Knochen, falls es jemanden interessiert. So, ich bringe jetzt die alle viele, Knochen mit. Wie viele brauchst du? Ja, ich brauche für eine Knochengröße und 3 Stoff. Ja, warte. 1, 2, 3. So. Ja, ich gebe dir mal eben 6 Stoff. Dann sehe ich mal 2 Knochenreste. Dankeschön. Bitteschön. Nur zur Info, es lohnt sich jetzt nicht mehr zu dem Ding zurückzulaufen für Knochen, weil ja die Kiste jetzt leer ist. Okay. Gibt's eigentlich auch so einen Knochenbeutel? Nee, ne? Man kann immer 15 Knochen sammeln, ne? Ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Da machst du nix, ne? Ja, da machst du nix. Aber das war mit der Folge, da machen wir jetzt was. Und zwar sie beenden. Richtig. Also boah, das war's das mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin ehrlich selber gespannt, was wir nächste Folge machen. Ich habe gerade mega Spaß an diesem Spiel. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich weiterbauen oder ob wir nochmal losgehen und ein bisschen erkunden, weil es hat eigentlich echt Spaß gemacht. Eine gute Abwechslung ist eine gute Abwechslung, oder? Also ja, es hat gerade echt mega Spaß gemacht mit der Höhle. Eine Folge bauen oder so, also Folge Baumefällen, wo nichts passiert und dann wieder ein bisschen Höhle. Ja, genau. Vielleicht sollten wir mal so das nächste Stockwerk da draufsetzen und sowas und mal überlegen, was wir da vielleicht mal Einrichtungen auch oder so. Genau, da oben so ein Wohnbereich vielleicht mit so einem Sofa und sowas, richtig schön. Oder eine Hängebrücke zu der Insel, die man, also die hinter unserem Haus ist. Ja, zu der kleinen aber nur, ne? Weil die große, die ist noch, glaube ich, ganz schön weit weg, tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Zeig mal kurz. Ja, doch. Da, oh. Stell dich mal so in die Sonne, dass man dich da wirklich sehen kann. Warte, wo ist die Sonne gerade? Dort, so. Ja, so. Oh, guck mal. Oh, hier ist ein fetter Typ. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, meine Mutantenrüstung vereklig da am Bein. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, vielleicht dann bei dem Mutantenkampf da. Also bis dann, Leute. Haut rein und ciao.